Am vergangenen Sonntag stellten die Vorarlberger Jungfriseure bei der alljährlichen Landesmeisterschaft der Friseurlehrlinge wieder ihr Können unter Beweis und demonstrierten unter den strengen Augen einer fachkundigen Jury erneut ihre Kreativität und handwerkliches Geschick. Die Vorarlberger Landesinnung der Friseure lud alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Besucher und Interessierten zu diesem traditionellen Wettbewerb ins neue Montforthaus nach Feldkirch. An die 63 Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellten sich dabei in 6 Bewerben der Konkurrenz. Lehrlinge aus allen 3 Lehrjahren waren in über 100 Starts vertreten. Eigentlich wie jedes Jahr, wie auch 2015 schon, das sind einfach die besten Lehrlinge von ganz Vorarlberg hier. Haben das erste, zweite und dritte Lehrjahr zu bewältigen, zum Teil mit Schneiden, zum Teil einfach mit kreativen Föhnstylings. Das zweite ist in einem Paar frisieren, dort findet wirklich das statt, dass wirklich eine Dame oder ein Herr in der Wertung gesamtheitlich juriert und auch bewertet wird. Und einfach sehr viel Mode, sehr viel Spektakel, sehr viel Mode, sehr viel Form, sehr viel Technik dahinter und sehr viel Farbe, wie gesagt, bei den Modellen. Das schaut wirklich schrill und sehr gut aus. Für die Lehrlinge war dieser Wettbewerb nach einer intensiven Vorbereitungszeit gemeinsam mit dem Lehrbetrieb eine große Herausforderung, getragen von viel Engagement und Eigeninitiative. Viele Eltern, Freunde und Lehrherren waren vor Ort, um die Teilnehmer mental zu unterstützen und hautnah das Geschehen zu verfolgen. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des ersten Lehrjahres hieß es im freien Föhnstyling, alles ist erlaubt, vom Werkzeug bis zur Farbe. Die nach 20 Minuten entstandenen Werke wurden von der Jury anhand von Idee, Sauberkeit in der Ausführung sowie Gesamteindruck bewertet. Dieses Jahr stand für die Lehrlinge des zweiten Lehrjahres die Herausforderung Duett Komplett auf dem Programm. Dabei mussten die Lehrlinge jeweils einem Damen- und Herrenmodell ein entsprechendes Föhnstyling verpassen, so dass das Modelpaar zueinander harmonisierte. In 60 Minuten zeigten die jungen Kreativen ihr Können und präsentierten Technik, Farbe sowie typgerechtes Styling. Die Fachjury für diesen Durchgang bewertete dabei Idee, Kreativität, Harmonie des Pärchens sowie den Gesamteindruck samt Damen-Make-up. Wie immer waren die Bewerber des dritten Lehrjahres die Königsklasse dieser Wettbewerbe. Hier hieß es up to the top. Im ersten Gang war die Aufgabenstellung innerhalb von 45 Minuten einen kreativen Herrencut mit klassisch kurzem Verlauf und Föhnstyling zu kreieren. Danach wurde im zweiten Gang eine Hochsteckfrisur für festliche Anlässe verlangt. Auch hier waren wieder Technik, viel Fantasie, Idee und Kreativität gefragt. Dabei zählte die Auffälligkeit, Farbharmonie unter Berücksichtigung von Typ und Kleidung des Modells sowie der Gesamteindruck. Die motivierten Lehrlinge präsentierten ihre Werke den strengen Augen der Fachjury. Diese Techniken, die verschiedenen, das muss ein schönes Gesamtbild geben. Gell? Das heißt, es nutzt nichts, wenn die Techniken irgendwo allein sind, einzeln, sondern es muss alles harmonieren. Gell? Und sollte das auch noch der Fall sein, dass alles passt, ist immer wichtig, wie weit das Ganze von den Proportionen zum Typ, zur Trägerin passt und zur ganzen Geschichte. Gell? Weil auch wenn es nur sauber ist und es passen die Proportionen nicht zusammen, dann ist es auch nicht die gleiche hohe Punkte und soll, als wenn einer das erfüllt. Gell? Und dann kommt dazu die ganze Farbharmonie zum Typ, also Schminke, Kleid, also es ist ein Wahnsinn, es ist ein Gesamtdings, verschiedene einzelne Komponenten, die was einfach zusammen gut harmonieren müssen. Gell? Im Sonderdurchgang Brauthochsteckfrisuren konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier live anhand eines Damenmodells in 35 Minuten ihr Können unter Beweis stellen. Die Teilnahme dieses Bewerbs war auch mit einer automatischen Startberechtigung für die Staatsmeisterschaften 2016 im kärntnerischen Velden verbunden. Bei allen Bewerben legten sich die Lehrlinge ordentlich ins Zeug, um mit ihren teils sehr ausgefallenen Kreationen zu punkten und machten es der anwesenden Jury nicht leicht, ihre Punkte zu vergeben. Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch wieder eine Damen-Promi-Jury vertreten, die festlichen Hochsteckfrisuren ihrerseits bewerteten und einen Sonderpreis vergaben. Die Damen nahmen die präsentierten Kreationen sehr kritisch unter die Lupe und waren aber auch sehr begeistert angesichts des hohen Niveaus des Vorarlberger Friseurnachwuchses. Ja, es waren viele sehr schöne Modelle. Es wäre schön, wenn ich mehr gute Punkte vergeben könnte. Ich habe mir schwer getan. Die teilnehmenden Lehrlinge gingen mit Begeisterung und viel Kreativität ans Werk und nach aufregenden Stunden wurden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hochwertige Preise verlost, bevor die mit Spannung erwarteten Ergebnisse schließlich verkündet wurden. Also meine Idee war eigentlich was, was auffällt, was rausstürcht, wo einfach der Hingucker ist, also wo man wirklich drauf einschaut, wo einfach aus der Menge sticht. Die beiden Sieger der Gesamtbewertungen des ersten und zweiten Lehrjahres sowie die ersten 3 Gewinner der Gesamtbewertung des dritten Lehrjahres werden Vorarlberg beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb am 5. Juni im kärntnerischen Velden präsentieren.
Man darf gespannt sein, ob Vorarlberg auch in diesem Jahr wieder den Preis mit nach Hause bringen kann.